Die Alba Group besteht aus zwei Säulen, einmal der Intersero-Gruppe und einmal der Alba-Gruppe. Die Intersero-Gruppe ist entstanden eigentlich aus dem Lizenzierungsgeschäft, sprich das Ganze, was Sie kennen aus dem grünen Punkt mit den gelben Säcken und den gelben Tonnen, die man einsammelt. Und auf der anderen Seite, sage ich mal, die Alba aus dem klassischen Müllentsorgungsgeschäft eigentlich entstanden. Das ist eigentlich der Paradigmenwechsel in unserer Branche. Das ist darin begründet, dass wir vor 20 Jahren haben wir den Schritt gewagt von der Abfallwirtschaft, von der Beseitigungswirtschaft, sage ich mal, hin zur Kreislaufwirtschaft. Und mittlerweile sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir nicht mehr nur versuchen, den Müll möglichst schadstoffarm zu entsorgen oder halt in einem Downcycling-Prozess, sage ich mal, zu Parkbänken, Kunststoffe zu Parkbänken zu machen, sondern wo es jetzt darum geht, auch als Rohstofflieferant für die Industrie dort zu sein. Das heißt, dieser Paradigmenwechsel, sprich also die fehlenden Rohstoffe eigentlich der Industrie oder dass sie auch sehr ungleich verteilt sind auf der Welt, führt halt dazu, dass wir, Stichwort Urban Mining, versuchen wollen, halt diese benutzten Gegenstände oder den Müll möglichst wieder so aufzubereiten, dass wir ihn tatsächlich in einem qualitativen Produktionsprozess wieder einsetzen können. Das ist ja das erste Mal, dass die GreenTech stattfindet und das ist auch der Punkt, weswegen wir jetzt hier sind, weil wir genau zum ersten Mal in der Lage waren, meines Wissens nach weltweit auch als der erste, in der Lage waren, zum ersten Mal wirklich einen Kreislauf zu schließen. Sprich von der Lizenzierung, also der Inverkehrbringung von Verpackungen, die wir dann wiederum selber ja einsammeln, die wir dann in unseren eigenen Anlagen auch wieder aufbereiten, wieder hin zu einem Produkt. Das Interessante dabei ist allerdings, dass dieser Rohstoff, den wir dort herstellen, aus gemischten Abfällen zum ersten Mal aufbereitet wird. Das heißt, um einen Rohstoff für die Industrie zu produzieren, müssen natürlich immer die gleichen Qualitäten auch im Output bei unseren Anlagen rauskommen. Und das aus gemischten Materialien hat bisher noch nicht funktioniert. Heutzutage von den Kunststoffen, die in Deutschland entstehen, werden nur 25% stofflich wiederverwertet. Heutzutage. Der Rest wird energetisch genutzt, sage ich mal. Und wir sind der Meinung, dass Kunststoffe es verdient haben, auch ein zweites Leben zu haben. Und wir haben es geschafft, durch Additive das herzustellen, dass wir ein Qualitätsprodukt herstellen, was zum einen unabhängig ist von den Rohölpreisen, weil wir es aus Abfall machen, also eine kalkulierbare Größe für die Industrie. Und natürlich, dass wir CO2-Einsparungen haben, sprich auch das Thema Nachhaltigkeit ist für unsere Kunden natürlich ein wichtiges Thema in dem Bereich. Da ist eigentlich auch der Ansatz, dass wir mit dem Megatrend, sprich das ganze Thema Nachhaltigkeit, was ja auf den drei Säulen ökonomisch, ökologisch und sozial fußt, dass wir versuchen halt mindestens mal den ökologischen und Teile des sozialen und ökonomischen mit abzudecken. Und das ist der Punkt, dass wir halt der Meinung sind, durch echtes Schließen von Kreisläufen einen echten Beitrag hierzu leisten zu können. Also dafür, dass sie zum ersten Mal durchgeführt wird, diese Industrial Green Tech, finde ich die Resonanz sehr interessant. Es ist sehr technisch bezogen. Es ist, in zwei Wochen haben wir beispielsweise die IFAD, also die Branchenmesse unserer Branche in München, wo natürlich eine ganz andere Herausforderung bei uns ist oder an uns herangetragen wird. Hier lernen wir in diesem Jahr, lernen auch, was die Messebesucher der Hannover Messe auch wirklich von uns erwarten und werden uns im nächsten Jahr darauf einstellen und vermutlich mit einer größeren Präsenz dann hier auch entsprechend unsere Branche vertreten wollen.